herzlich willkommen auf meinem Kanal Red Square. Ich bin Boris und ich darf euch heute zu einem, ja, zu einer kleinen Filmperle begrüßen, und zwar Don't Breathe von Fede Alvarez. Und bevor wir zum Film gehen, hinterlasst noch schnell hier unten beim Abo-Button das Abo und gerne auch gleich schon ein Like. Und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Film. Sollen wir? Rocky will nur noch weg aus ihrem Leben in Armut und Tristesse. Als ihre Freunde Alex und Money davon erfahren, dass Rocky nicht plant, jemals zurückzukehren, beschließen sie, sich gemeinsam ein neues Leben zu finanzieren, durch einen Einbruch. Ziel ist das Haus eines Blinden. Doch die drei Gelegenheitsdiebe haben einen Fehler gemacht, denn blind heißt nicht wehrlos und schon gar nicht nett. Als der Einbruch bemerkt wird, realisieren sie, dass nicht der Einbruch schwer war, sondern der Ausbruch es sein wird. Jedes Geräusch, jede Bewegung und jeder Atemzug hetzt ihnen einen psychotischen Blinden in seinem abgeriegelten Haus auf den Hals. Don't Breathe ist eine ungarische US-amerikanische Koproduktion, mittlerweile schon aus dem Jahre 2016, unter der Regie meines Lieblingsregisseurs Fede Alvarez. Und daher war es auch gar nicht so abwegig, dass er besetzungstechnisch natürlich in der Hauptrolle wieder auf Jane Levy zurückgreift. Wir haben zusätzlich noch Stephen Lang, Dylan Minnette, Daniel Sovato und Emma Berkovici. Genretechnisch haben wir hier einen Horror-Thriller mit einer Altersfreigabe ab 16 Jahren und einer Laufzeit von 88 Minuten. Bei dem Film Don't Breathe handelt es sich um einen typischen Home-Invasion-Film mit einer wirklich starken und dichten Atmosphäre. Wir finden hier eine eher unverbrauchte Grundidee und einen wirklich überzeugenden Cast, gepaart mit einer Finesse für Schockelemente und twistreiche Entwicklungen. Das Konzept des Filmes trägt an vielen Stellen seinen Teil dazu bei, aus relativ wenig Handlung absolute Spannung rauszuholen. Statt ängstlicher Opfer, die gegen übermächtige Eindringlinge ums nackte Überleben kämpfen, wie etwa in The Purge, Funny Games oder auch Hostage, sind es diesmal die Invasoren selbst, die um ihr Leben fürchten müssen und nachdem sie relativ leicht ins Haus hineingekommen sind, es umso schwerer haben, wieder herauszukommen. Ein hochinteressanter Ansatz. Besonders hervorheben muss man hier auf alle Fälle Jane Levy, die eine wirklich grandiose Show abliefert, und natürlich auch Stephen Lang, der überragend das vermeintlich blinde Opfer mimt. Der Charakter des Blinden erscheint zunächst sehr undurchsichtig. Beschützt er nur sein Haus und seinen Besitz? Ist er verrückt? Oder hat er womöglich noch ganz andere Beweggründe, so rigoros gegen die Eindringlinge vorzugehen? Was Alvarez an Gewalt zeigt, ist im Prinzip zwar nur von durchschnittlichem Niveau, geht dem Zuschauer aufgrund der interessanten Charaktere aber dann doch nahe. Dank weiterer fieser Ideen weiß sein Don't Breathe wirkungsvoll eine gehörige Portion Schrecken zu verbreiten. Die im Trailer gepushte Begebenheit der kompletten Dunkelheit im Haus und somit Chancengleichheit für den Blinden wird hingegen nur kurz ausgereizt und stellt damit nicht das erwartete Grundszenario des Films dar. Ebenso besitzt der Film ein paar Logiklöcher, die man aber relativ schnell wieder vergisst und sich der spannenden Story wieder widmet. Alvarez liefert uns mit Don't Breathe keinen zweiten Evil Dead, aber einen soliden und interessanten Thriller, den man weniger dem Horrorfach zuordnen sollte. Auch das Setting in einer quasi Geisterstadt anzusiedeln, sodass die Hoffnung auf Hilfe fast völlig aussichtslos ist, obwohl sich die Protagonisten eigentlich mitten in der Zivilisation befinden, ist absolut genial und somit erhält Don't Breathe von mir persönlich 8 von möglichen 10 Filmrollen.
Und natürlich könnt ihr bereits den Film auf DVD und Blu-ray käuflich erwerben. Und zumindest zur Zeit der Aufnahme hier jetzt gibt es den Film einmal zu streamen auf dem Prime Video Channel Home of Horror und auf Magenta TV jeweils in HD. Und das soll es gewesen sein mit meiner Review zu Don't Breathe, den Home Invasion Thriller von Fede Alvarez. Habt ihr ihn gesehen? Lasst es mich wissen. Wie fandet ihr ihn? Auch das lasst mich bitte wissen. Habt ihr auch schon den zweiten Teil gesehen? Sagt ihr, ja, der Don't Breathe 2 braucht ebenfalls, weil es hier natürlich auch eine extreme Kehrtwende des Blinden gibt. Soll ich darüber auch eine Review machen? Auch das lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Bald wird es ja auch wieder ein Review zu Fede Alvarez geben, und zwar zu Alien Romulus, sobald ich auf ihn zugreifen kann. Und kommt ja im Laufe des Jahres. Ich freue mich schon ja, riesig. Und nicht vergessen, hinterlasst noch schnell das Abo, einen Kommentar und ein Like. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Film. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.